Weiter geht's bei Port Royal 4. Auf nach Spanien! Kaffee sollte es ab 16:30 nicht mehr geben. Sonst ist Schlaflosigkeit angesagt. Ja, ohne Kaffee kann ich abends nicht streamen. Sonst bin ich tatsächlich zu müde. Und da ist ein Händler aus Cook Island. Komm, nehmen wir gleich mit. Obwohl er hat unsere Waren gekauft, ne? Ich würde mal sagen, wir lassen das mal automatisch machen. Und der Gegner hat kapituliert. Wir haben Waren geplündert. Ach toll, guck mal. Wir haben jetzt also die Waren, die er bei uns gekauft hat, geplündert. Und jetzt fahren wir zurück nach Santo Domingo und verkaufen der Stadt seine eigenen Waren. Sehr schön. Einmal nach Santo Domingo. Und jetzt verkaufen wir dir Bier. Kohle. Einmal Baumwolle. Und die Keramik. Sehr schön. So kann das weitergehen. Ich würde sagen, Santo Domingo ist echt ein guter Punkt. Aber nein, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Und wir fahren bitte... Das erscheint ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu sein. Ja, nur nicht für unsere Freunde aus England. Wenn die wissen, dass da ein Piratenschiff ist vor Santo Domingo, werden die uns mit Sicherheit irgendwann mal aufgabeln. Obwohl das ein interessante... Das wäre ein interessanter Test für die KI. Wird die englische KI so intelligent sein und uns irgendwann in diesem Spiel dazu zwingen, aus Santo Domingo zu verschwinden? Oder werden sie das gar nicht bemerken und einfach die ganze... Ich verfolge übrigens diesen Händler dort. Und einfach ganz stumpf immer weitermachen. Na, wunderbar. Die haben wieder ein Schiff. Ich würde sagen, das machen wir mal manuell. Und gucken mal, ob wir das wunderbare Schiff entern können. Oh, die haben ein größeres Ding. Eieieiei. Obwohl, das ist wieder ein... Das müsste so ein Teil sein. Oh, das ist ein... Nein, das ist eine Galeone. Das ist nicht schlecht. Die können wir gut verkaufen. 116. Oh, das ist der 227er. Dann fahren wir da direkt hin und entern ihn. Wunderbar, sehr schön. Entermanöver erfolgreich. Wunderschön. Sehr gut. Und? Oh. Das hat echt was gebracht. Annehmen, ja, auf jeden Fall. Und 65.000. Ja, das Problem ist, das sind diese coolen Granatengaleonen. Also anstatt von der Fregatte nehme ich dann ganz ehrlich, dann nehme ich lieber die Galeone mit. Da verzichte ich auf ein bisschen Geschwindigkeit und nehme lieber unser Großkampfschiff mit. Das finde ich besser. Diagrammo 1. Just in case, do you speak English? Maybe I have some questions. I'm speaking a little bit English. Tell me your questions. Maybe I can give you a good answer. Hopefully. But the stream itself will be in German. Okay, ich denke, wir nehmen die Galeone mit. Und das Problem ist natürlich, das Ding ist wieder so langsam. Dann kriegen wir wieder das Problem mit Flüchten. Ich sag mal, wir sind jetzt gerade auf einer Geschwindigkeit, bei der wir sehr gut flüchten können. Obwohl es egal ist. Es ist egal, das Ding ist eh langsamer. Wir können eh nicht mehr flüchten. Scheiß drauf. In flaches Gewässer sind wir eh zu langsam. Wir nehmen das mit. Wir nehmen die Galeone, die ist besser. Ja. Sorry, mein Rechner war gerade abgeschmiert. Ah, deswegen kam das nicht an, Dr. Tod. Kein Problem. Okay, wir werden das überflüssige Schiff natürlich verkaufen. 36.000. So machen wir das. Sehr schön. Nimm lieber die Galeone. Ja, genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ja. Genau, das Geld ist ein echt guter Polster, wenn wir mal wieder was verlieren. Und Anzahl freier Konvois. Oh, ist unser Schiff in Tortuga fertig? Nee, noch nicht. 20%. Noch brauchen wir ein bisschen. Aber die Bounty. Sehr schön. Wir könnten eigentlich mal gucken, dass wir in Santo Domingo noch ein, zwei Schiffe für die Bounty kaufen und das ganze Ding ein bisschen größer machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal.
Jetzt kümmern wir uns erstmal. Wir können eigentlich mal nach Port Royal fahren und die Waren direkt verkaufen. Ich möchte sowas ungern mitnehmen. So, einmal da rein bitte. Und alles verticken. Nein, ich habe den Hand verkauft. Damit hätte man auch andere Dinge machen können. Na gut. Aber jetzt fahren wir zurück nach Spanien. Denn wir haben noch eine Rechnung offen. Wir gucken uns mal an, wo die Strömung lang geht, da lang. Und wir gucken mal, die sind nämlich immer noch im Krieg. Und wir haben mittlerweile eine, wie ich finde, ziemlich gute Flotte wieder zusammen. Wir müssen uns halt jetzt ein bisschen in Acht nehmen vor den spanischen Flotten und vor allen Dingen rechtzeitig flüchten. Das Problem ist, wie viele automatische Handelsrouten hast du? Eine einzige mit, wir können mal in die Handelsroutenübersicht gehen mit der Bounty. Und wir haben hier eine Kapazität von 400, einen Captain, der relativ gut dazu geeignet ist, wie heißt es, Piraten oder auszuweichen. Auf Tour ist die Bounty. Und die macht momentan Gewinne von knappen 2100 am Tag. Und das ist die kleine England-Route. Die macht halt auch nicht so sonderlich viel. Die fährt, glaube ich, boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach doch, 7 Städte. Das ist schon eine ganze Menge. Die fährt halt den ganzen Bereich hier an. Wir könnten eventuell noch Puerto Padre mit dazugeben. Aber da ist ja. Ja, gut, da wären. Da wären die. Die Möbel mit drin. Aber die haben wir da auch. Und wir hätten Eisenwaren. Die haben wir da. Ah, deswegen, der Rest ist mir alles. Der Rest ist mir alles zu gefährlich. Das könnte man machen, ja. Aber die Route ist eigentlich auch nur pro forma da, damit wir im Hintergrund ein bisschen no Notfallgeld haben. Denn wir haben schon mal eine erste Runde gestartet beim letzten Stream. Und da haben wir gemerkt, dass das Geld ansonsten sehr, sehr, sehr schnell zu Ende ist, wenn wir diese Standardroute nicht machen. Und das ist im Prinzip der Grund, warum ich eine Route habe. Das Problem ist halt, wir können Routen eigentlich nur zu Engländern machen. Also das Maximum, was wir machen könnten, wäre hier in Guadeloupe, Martinique und Grenada im Prinzip noch runter. Das könnte man nochmal machen. Aber jetzt müssen wir. Moment. Oh, was sehen meine müden Augen? Händler aus Evangelista. Das wird mir jetzt richtig Spaß bereiten. Ah, sehr schön. Stelle dich im Kampf, übergib mir deine Waren. Oder deine Leute werden vernichtet. Werte, wie heißt sie überhaupt? Kein Name verfügbar. So. Sehr guter Move. Einmal bitte. Zack, volle Breitseite. Mehr können wir noch nicht machen. Wir fahren mal hinter sie und beenden den Zug. So. Das Problem ist, der hat immer nur ein Schiff. Mit Feuern da trotzdem drauf. Feuer frei. Und da kommt er sogar nicht mal hin. Das ist natürlich. Wir könnten. Erlaube es, ein beliebiges Schiff ein Feld zu verschieben, ohne dessen Richtung zu ändern. Das ist natürlich ärgerlich. Wir fahren da oben rum. Und gucken mal, dass wir dann bei der nächsten Runde dort zum Einsatz kommen. Okay, einmal bitte. Und das wird ansonsten nichts bringen. Weiter. Und bitte eine Breitseite. Sehr schön. Und dich möchte ich eigentlich.
Ah, schade, ich wollte dich eigentlich davor haben. Dann ziehen wir dich nach da. Und werden einmal drauf schießen. Hallo? Schießen? Genau. So. Und dann können wir das Inferno. Ah, schade, das geht nicht. Da hätten wir da doch dahin fahren müssen. Okay, da habe ich nicht dran gedacht. Zug beenden. So, jetzt ist er dran. Er feuert bestimmt auf den. Ja, oder so. Das geht auch. Also diese Granate ist so dermaßen mächtig und dann noch die Reparatur dazu. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, den Move verstehe ich nicht. Warum feuert er nicht auf ihn hier? So, einmal dahinter. Oh, wir befinden uns am Schlachtfeldrand. Sehr spannend. Und voll drauf. Zack. Sehr schön. Du kannst dort oben hingehen. Er wird mit Sicherheit da rumkommen. Gott, unsere Schiffe befinden sich aber auch echt ganz weit weg, ne? Also. So, du nach da. Der verliert beim. Ach, der. Ah, das soll ein Korallenriff oder sowas sein. Und dabei verliert der Lebenspunkte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, beenden bitte. So. Die kommen da alle nicht durch. Das ist so ärgerlich. Dann fahren wir erstmal mit dir nach da. Einmal schießen. Dann mit dir. Zug beenden. Fahren wir da, beziehungsweise bleiben da. Ja, und dann einmal nach da. Dann kann das Schiff nämlich nicht mehr abhauen. Und du fährst dahin. So, dann haben wir ihn eingekreist. Sehr gut. So bleiben wir. Runde beenden. Er schießt natürlich auf die beschädigten Schiffe. War klar. Und feuerfrei. So, das bringt nichts. Das lassen wir mal außen vor. Dich auch. Und Feuer. So, nächste Runde. Und Feuer. Ja! Das war die Rache. Sehr gut. Ein völlig unterlegenes Schiff mit einer völlig überlegenen Flotte vernichtet. Sehr gut. Da unten sinkt es. Sehr schön. Oh, das war ja cool. Rum. Wir haben Rum. Yes. Und ein bisschen Getreide dazu. Sehr schön. Wunderbar. Das war doch eine gute Sache. Dann gucken wir mal. Wir dürfen uns jetzt nur nicht erwischen lassen, weil wir doch relativ langsam sind. Ich würde sagen, wir versuchen mal oben rumzufahren und dann holen wir uns direkt eine Reparatur. Das wäre eine Möglichkeit. Wir machen. Oh, was haben wir da? Oh, unbewaffnet. Oh, schade, schade, schade. Okay, das wird direkt geplündert. Wow. Bier, Gemüse, Kakao, Tuch. Sehr gut. Wir fahren mal oben rum. Wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht dem Militär begegnen. Ah, das wird. Oh, okay, komm. Gleich wieder weg. Wenn hier irgendwas Militär. Wenn hier irgendwelcher zu stark ist, das machen wir nicht. So, dann fahren wir mal da oben lang. Das ist nur ein Händler. Der ist mir zu stark mit einer Galeone und einer Regatte. Hier machen wir mal einen größeren Bogen rum. Wir wollen ja nicht in die Städte rein. Wir wollen ja nur die Händler haben. Ja,
Da wäre wieder einer gewesen. Ein englischer Händler, den nehmen wir nicht. Da haben wir doch schon unsere Ehre, dass wir den nicht ausrauben. Dann können wir nach Puerto Padre fahren und uns dort mal unsere Waren und dort unsere Waren verkaufen. Beziehungsweise wir gucken noch mal rein, was wir Schönes haben. Mittlerweile haben wir das Bier und Rum. Sehr gut. So. Einmal bitte alles verkaufen, was wir haben. Weizen, Gemüse und Bier und Rum, Eisenwaren und Tuch und natürlich Kakao. Sehr schön. Lecker, lecker. Okay, Produktion. Das brauchen wir alles nicht. Sieht gut aus. Und hier würde ich tatsächlich auch mal schauen, dass wir den Konvoi mal reparieren. 6 Tage? Okay, machen wir. So, wie sieht's denn aus unserem neuen Schiff? %83. Ja gut, wir können momentan nichts Neues in Auftrag geben. Deswegen lassen wir das mal. Haben wir denn schon einen neuen Captain? Nee. Aber die Lizenz haben wir. Ich brauche. Ja, dann müssen wir einfach, dann gucken wir mal, dass wir bald genug Geld haben, dass wir die neue Lizenz erwerben können. Und dann hoffe ich, dass das schnell abgeschlossen ist. Da fahren übrigens immer spanische Schiffe entlang. Da wäre ein Händler aus Andros gewesen. Schade, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, ne? Nee, der ist zu schnell. Dann fahren wir mal da oben hin. Da waren wir nämlich auch lange nicht mehr. Ein Stufenaufstieg, für wen denn? Echt? Kann er, also Moment, kann er 2, 4, nee, schade. Ich hätte ja gerne einen Stufenaufstieg, dass er mehr Kommandopunkte hat. Das wäre cool. Dann könnte man nämlich noch eine weitere Galeone uns holen. Beziehungsweise nicht holen, sondern dazu packen. Ein Captain verfügbar. Oh, dann gucken wir mal. Ein Steuermann. Erhöht die Geschwindigkeit auf See um 3%. Das ist cool. Das ist schon, also das ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir stellen ihn erstmal ein. Wir können den ja auch in Zukunft entlassen. Und dann werden wir in Tortuga. Unsere zweite Flotte. Zack. Einmal fertig machen. Und dieser Flotte werden wir den Captain geben. Und ihr Lieben, wir brauchen einen neuen Namen. Wir brauchen einen Namen für diese wunderbare, neue, schöne Piratenflotte. Die heißt aktuell Portsmouth. Aber das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ein Captain, bitte. Ein Namen. Und Marcelinho kommt nicht in Frage. Dandalf. Hatten wir nicht gestern schon Fandalf? Glück der See. Oh ja, das finde ich gut. Ich hoffe, ich habe den guten englisch sprechenden Kollegen nicht verscheucht mit meinem unglaublich guten deutschen Schulenglisch. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dieser Flotte machen können. Ich würde tatsächlich die Flotte auf Patrouille schicken. Jetzt ist nur die Frage, wo wir sie patrouillieren lassen. Okay, sie macht das automatisch. Ja, dann lassen wir sie einfach Patrouille fahren und dann gucken wir mal, was sie macht. Und wenn wir genug Geld haben, dann würde ich übrigens dieser Flotte noch ein weiteres Schiff zuweisen. Richard Simpson, Händler aus Crook Island. Das müsste der doch eigentlich locker alleine schaffen. Ernsthaft? Leute, das gibt's doch nicht. Das Schiff war überlegen. Wir haben natürlich noch, oh, 160.000 immer.
Ah, verdammte Axtnorn. Das gibt's doch nicht. Und er hat, ey, der hat auch noch ein Schiff gewonnen, der Kerl. Also, merke, nie wieder nutzen wir den Automatikknopf. Unglaublich. Wie gewonnen, so zerronnen. Na gut, also, neue Schiffe braucht das Land. Das ist, also das ist jetzt ja echt, da komme ich nicht drüber hinweg. Das ist ja unglaublich. Okay, dann holen wir uns hier ein paar neue Schiffe und werden noch ein paar neue Händler überfallen. Also geht ja gar nicht, ey. Da oben ist irgendwas los. Da fahren wir mal hin. Ein Händler. Oh, da ist ein Schwerbewahrer. Zwei Galeonen hat der. Okay, damit wollen wir vielleicht nicht handeln. Die rüsten echt auf, ne? Das ist echt gemein. Da kommt eine feindliche Flotte. Weg da. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Wohl eher Glück. Kein Glück, ja. Leute, 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 ich sag's euch. Das Problem ist, wenn wir das jetzt wegklicken. Hier oben war noch eine weitere Flotte. Also automatisch machen wir das auf keinen Fall. 168 zu... Wir sind ein bisschen stärker. Mal gucken. Die nächste Schlacht in Port Royal. Und in der YouTube-Folge mache ich jetzt einen Cut. Da seht ihr, wie es morgen weitergeht.